Keine 15 Jahre ist es her, da war die Welt der Suchmaschinen voller Vielfalt. Alta Vista, Lycos, Webcrawler, Hotwired und viele andere. Doch dann kam Google. Schlank, schnell und vor allem treffsicher. Google besetzte den Markt und hat ihn seitdem praktisch für sich allein. In der Internetwirtschaft ist das der übliche Gang der Dinge. Über kurz oder lang übernimmt ein einziges Unternehmen einen ganzen Markt und lässt den Konkurrenten höchstens noch kleine Nischen. eBay ist praktisch das einzige Online-Auktionshaus. Amazon ist für viele der einzige Buchversender und E-Book-Händler. Facebook ist das einzige soziale Netzwerk für alle. Und alles, was irgendwie Video ist, findet man auf YouTube. Aktuell würde ich sagen, auf dem Internetmarkt herrschen quasi Monopole. Wir haben in der Regel nur einen ganz großen Anbieter. Sie bieten häufig auch einen guten Dienst an. Und der Verbraucher merkt es erst später, wenn er wechseln will, wie schwierig das geworden ist. Im Internet gilt das Prinzip The winner takes it all. Verbraucherschützer halten das für problematisch. Das kann für den Verbraucher in jedem Fall nach hinten losgehen, besonders wenn es solche Quasi-Monopole sind, die so einen Rundumdienstleister haben, wo man sich jetzt zum Beispiel auch an ein Endgerät bindet etc. Das alles macht den Wechsel ja wahnsinnig schwer für später. Und werden dann Bedingungen geändert, Preise erhöht etc., sind diese Wechselhürden so groß für den Verbraucher. Und dann hat er im Endeffekt das Nachsehen. Die kurze Historie des Internets zeigt allerdings auch, Nutzer sind unberechenbar. Sie kehren einem Dienst schnell den Rücken, wenn sie das Vertrauen oder einfach den Spaß daran verlieren. MySpace etwa galt einst als das ganz große soziale Netzwerk. Der Verleger Rupert Murdoch kaufte es 2005 für rund 600 Millionen Dollar und wurde dafür damals als Medienmann der Zukunft gefeiert. Heute redet niemand mehr über MySpace. Die Nutzer sind längst alle zu Facebook übergesiedelt und das Netzwerk vegetiert in der Nische vor sich hin. Dass man allerdings auch in der Nische recht gut überleben kann, das versuchen Dean Coolidge und seine Kollegen vom Berliner E-Mail-Anbieter Posteo zu beweisen. Sie bieten Verschlüsselung und ein Fokus auf Privatsphäre. Und obwohl beispielsweise Google mit einem gigantischen kostenfreien Postfach lockt und Posteo Geld für seinen E-Mail-Dienst verlangt, wächst das kleine Unternehmen. Hier wurde ein klassischer Dienst genommen, bei dem man nie erwartet hätte, dass man dafür Geld nehmen kann. Aber offensichtlich gibt es einen guten Grund für Kunden, nämlich Datenschutz und Privatsphäre, für E-Mail zu bezahlen. Die NSA-Affäre hat vieles verändert. Zumindest ein Teil der Nutzer traut den Giganten offenbar nicht mehr und wechselt zu kleinen Anbietern. Auch aus diesem Grund findet Bernd Rohleder, Chef des IT-Verbandes Bitkom, es nicht dramatisch, wenn ein Markt von einem einzigen Anbieter dominiert wird. Google ist so alt ja auch noch nicht. Und an der Stelle würde ich heute nicht wetten, dass wir in 10 Jahren oder in 20 Jahren weiterhin 91% Marktanteil haben bei einer Suchmaschine. Der IT-Lobbyist tippt auf kommende Konkurrenz aus dem Ausland, vor allem aus China und Russland. Hier seien in den vergangenen Jahren eigene Googles, eigene Facebooks und eigene Amazons entstanden. Giganten, denen schon sehr bald der Heimatmarkt nicht mehr reichen wird. Dass es Player geben wird, die mit starken Technologien und einem starken Heimatmarkt im Rücken sich internationalisieren und auch in Europa auftreten werden, davon können wir fest ausgehen. Und dann werden wir sehen, wie die Karten immer wieder in der Netzwirtschaft neu gemischt werden. Und tatsächlich nimmt schon mal einer Anlauf. Alibaba, ein Online-Händler, der zunächst in China groß wurde und jetzt weiter wachsen will. Er hat die US-Riesen eBay und Amazon ins Visier genommen. Das Internet bleibt ein unruhiger Ort. Auch wenn einzelne Anbieter ganze Märkte für sich erobert haben, sich diesen Eroberungen sicher sein, können sie nicht.